Moin Leute, und was geht? Ja, mein Name ist Zutu und auf der PlayStation und 4. Und ja, herzlich willkommen zu Lotto. Ich habe heute mal so ein Video vorbereitet. Es geht heute um Lotto, ein sogenanntes Glücksspiel. Kann man überhaupt da gewinnen bei Lotto? Es gibt einige Leute, natürlich muss man 18 Jahre alt sein in Deutschland, 18 Jahre alt sein in Deutschland, um Lotto zu spielen. Natürlich gibt es Leute, die denken, sie hätten das perfekte System, um zu gewinnen, irgendwann mal. Beim Lotto sind schon alle Zahlen drangekommen, also nicht alle, aber es sind Zahlenkombinationen drangekommen, das glaubst du gar nicht. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Es sind ja nur sechs Zahlen. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Solche Kombinationen oder ganz merkwürdige Kombinationen. Und natürlich haben auch viele Leute dann diese Kombination auch gehabt, als mal sechs richtige waren. Und natürlich war der Gewinn auch geringer. Bei Lotto kann jede Zahl drankommen. Es kann auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 drankommen. Man hat ja 49, man hat ja ein Kästchen, dort hat man 49 Zahlen und man darf sechs Kreuze ankreuzen. So, jetzt ist es natürlich so, dass ja, dass viele denken, sie hätten das System. Gibt's nicht. Zahlen haben kein Gedächtnis. Natürlich kann es sein, dass 2015 sehr oft die Zahl 5 drankommt, oder? Sehr oft die Zahl 8. Aber das ist halt einfach nur Schicksal. Ne? Man kann auch 2, 5, 6, 8, also ganz unmögliche Zahlen nehmen. Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist exakt die gleiche. Es gibt nämlich exakt 195 Millionen verschiedene Möglichkeiten, wie die Zahlen angeordnet sind. Das heißt, man muss tatsächlich 90 Millionen Scheine ausfüllen, um 100% einen Sechser zu haben. Mit Zusatzzahlen. Sehr, sehr schwierig. Und deshalb mein Tipp, wenn ihr überhaupt mal Lotto spielen solltet, spielt kleine Beträge. Weil bei dieser gigantischen Gewinnwahrscheinlichkeit sollte man tatsächlich auch einen kleinen Betrag spielen. 1 Euro. Eine Kombination, also 1 Euro, ein Tipp, das reicht völlig aus und mehr sollte man auch gar nicht spielen. Genau. Und dann entscheidet das Schicksal. Da hilft es auch nicht zu beten zu Gott. Weil Millionen von Gläubigen beten zu Gott, um zu gewinnen. Das Schicksal wird entscheiden. Ne? Da kann auch ein vergewaltigter Kinderschänder im Lotto gewinnen. Ne? Das Schicksal kennt kein Gut und kein Böse. Es greift halt einfach an. Es ist halt da. Wer nicht spielt beim Lotto, der kann nicht gewinnen. Ne? Wer sagt, oh, ich gewinne doch eh nicht, ich spiele nicht. Der hat null wahrscheinlich, nullprozentige Wahrscheinlichkeit. Aber der, der spielt, der hat eine Möglichkeit. Der hat eine Möglichkeit. Atome, Atome. Nee, das ist Harald Lesch. Das Wasser, H2O. Nee, nee. Wollen wir jetzt nicht auf Harald Lesch tun? Und auf den Verein. Bis zum nächsten Mal.